So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder weiter mit der RS4 Limo bzw. der Teilebeschaffung dafür. Wir sind mal wieder auf dem Weg zu Selim, H&R. Und es geht um die Thematik Fahrwerk. Wer hätte es gedacht, wenn wir da hinfahren? Eigentlich keine neue Thematik, weil es kommt ein Fahrwerk in dieses Auto rein, was eigentlich vorher auch drin war. Das heißt, das war somit das erste Alufahrwerk, was wir gebaut hatten. Das war allerdings noch vor unseren YouTube-Zeiten. Das heißt, da haben wir damals gar nicht drüber berichtet. Und deswegen finde ich einfach, dass es sich gehört, alleine weil Selim auch ein guter Kumpel von mir ist, sehr guter Kumpel, und wir wirklich viel mit H&R letztes Jahr zusammen gemacht haben, dass wir zumindest im Ansatz euch dieses Fahrwerk zeigen, wie viel Gewicht wir sparen. Ich habe nämlich die Waage wieder mit und ja, einfach mal ein bisschen quatschen, ein bisschen Fahrwerksthematik und einfach mal gucken, was der Gute so vorbereitet hat. Ja, dann geht es, um euch nur mal kurz einmal abzuholen, anschließend bin ich mit Thematik Achsen soweit, dass wir jetzt als nächstes, also zwei große Punkte, auf die könnt ihr euch jetzt als nächstes freuen. Das ist einmal Thematik Achsen. Dort habe ich soweit alles jetzt vorbereitet, dass das zusammengesteckt und rangesteckt werden kann. Das werden wir euch auf jeden Fall zeigen. Sieht brutal aus. Bin ich selber jedes Mal immer wieder fasziniert von, wie man einfach mit wirklich mit wenig Aufwand Sachen wieder herrichten kann. Das heißt, ja egal, das zeige ich euch dann in dem Video. Sieht auf jeden Fall aus wie neu. Ist mega. Plus, wir haben natürlich wieder ein paar Sachen geändert, da gehen wir dann aber auch drauf ein. Und Thematik Kabelbaum. Natürlich kann in dieses Auto nur jedes Kabel reinkommen, was da auch wirklich reingehört und reinkommen muss. Und das wird auf jeden Fall auch nochmal eine Videothematik, wo es jetzt auch demnächst dann als nächstes mit losgeht. Ja, deswegen passiert da in Anführungsstrichen aktuell recht wenig, weil, sage ich immer wieder, das eigentliche Zusammenbauen vom Auto, wenn alle Teile fertig sind, schafft man in weniger als einer Woche. Also ich weiß noch, das alte Auto habe ich vom Lacker abgeholt und ich glaube innerhalb von 3, 4, 5 Tagen zusammengebaut und ohne Scheiben damals schon zum Autohaus um die Ecke gefahren, um dann im Autohaus die Scheiben einkleben zu lassen. Weiß ich noch, bin ich wirklich ohne Frontscheibe im Winter mit Mütze auf. Ja, von dem Kumpel da, dem Opel-Fahrer, ne? Ja, genau. Ja. So, der hat dann da im Autohaus dieser Hagen damals auch die Scheiben eingeklebt. Und so, ja, bin ich aber auch einer. Früher habe ich auch immer Fehler gemacht. Man ist immer geil drauf, ein Teil anzubauen. Weiß aber ganz genau, wenn ich es jetzt anbaue, werde ich es auf jeden Fall nochmal abbauen müssen oder kaputt machen, weil es einfach noch nicht so weit ist. Mhm. So, natürlich könnte ich jetzt schon Kotflügel fest dran bauen, Türen fest zusammenbauen und so weiter. Aber dann gehe ich an den Kabelbaum, welcher unter dem Kotflügel liegt, ne? Liegt dann da wieder so halb auf dem Boden und friemel den Kotflügel rein, anstatt dass ich einfach erst den Kabelbaum reinlege und dann alles zusammenbaue. Ja. So, weil das eigentliche Zusammenbauen geht wirklich, wirklich schnell. Nur diese ganzen Teile anpassen, das ist das, was so lange dauert. Aber ihr werdet nach und nach auf jeden Fall sehen, warum es so lange dauert, weil wir wirklich viele Teile wieder anfertigen lassen. Natürlich brauchen wir wieder jede Menge Titanschrauben, sogar noch mehr als vorher. Die gibt es auch nicht so zu kaufen. Das heißt, da braucht man dann mal eine M14 mal 1,5 Schraube mit 120er Länge. Das heißt, die muss dann wieder ein netter Dreher oder Fräser herstellen. Und ja, so zieht sich das Ganze ein bisschen. Ist für mich aber auch nicht schlimm, weil ich hatte ja die große Vision, die Karosse euch auf der Essen Motorshow zu zeigen, weil ich sage, natürlich ist das Auto zusammengebaut extrem krass, aber ich sage, so zerlegt, dass man wirklich mal so ins Radhaus, im Motorraum, in den Innenraum gucken kann, ist, wenn nicht sogar, noch ein bisschen krasser. Mhm. So, die Chance haben wir leider nicht bekommen. Dann hatte ich die Chance, dass es dieses Jahr im März auf der Techno Klassiker in Essen vielleicht geht, diese Karosse da hinzustellen und euch quasi den Fortschritt immer live zu zeigen, so wie wir das Ganze auch angefangen haben, letztes Jahr auf der Bremer Klassikmesse. Aber selbst die Messe wurde leider abgesagt. Das heißt, da kommt es auch nicht zu. Das heißt, jetzt fangen wir intensiv an, die Teile vorzubereiten und zusammenzubauen. Ja, so, ich würde sagen, erstmal ab zu Selim. Mal gucken, was da so geht. Also, jetzt haben wir hier ein paar Fahrwerke liegen. Ich habe schon gerade gesagt, das ist für mich einfach aus Höflichkeit her, auch weil wir so gute Freunde sind, habe ich gesagt, müssen wir einfach ein Video über das Limo-Fahrwerk machen.
Weil wir zeigen das ganze Auto in einzelnen Schritten. Ne? Mhm. Und nur weil das Fahrwerk eigentlich so, wie es ist, fast in dem alten Auto schon drin war, heißt es ja nicht, dass wir es jetzt nicht nochmal zeigen können. Plus, damals haben wir noch gar kein YouTube gemacht, so lange war das da schon drin. Mhm, das heißt, die meisten Leute wissen eh nicht, worum es da so geht. Dabei fällt mir auch ein, du hast das Auto auch bis heute nicht gesehen. Ne? Nein, die neue Karosse noch nicht. Noch nicht gesehen, mhm. In Vollkarbon. Okay. So, also, dieses ist der federleichte Dämpfer für vorne. Ja, Alu, genau. Erzähl mal, kannst du am besten. Ja, also wir haben ja damals, also es gab ja mehrere Stufen in der Limo, wenn du dich erinnerst. Mhm. Haben wir ja erstmal quasi ein Fahrwerk gemacht, mehr oder weniger so für die Viertelmeile-Geschichte. Mhm. Erinnerst du dich noch? Ja. Die Leistung angepasst, das war aber auch noch Teil Stahl, Teil Alu. Wobei das allererste war sogar Stahlausführung. Ja. Und dann sind wir irgendwann auf Alu geswitcht. Ja, ja. Und haben dann das Setup nochmal verändert, quasi was der letzte Stand in Limo 1.0 war. Ja, ich bin ganz lange einfach nur Monotyp gefahren. Ein ganz normales Monotyp, allerdings so eine tiefe Version. Das war, genau. Das war damals eine tiefere Version und da war das Problem immer Autobahnzeiten. Du fährst mal 280 und musst ein bisschen stärker bremsen, dann ist er hinten so leicht geworden, dass das ganze Auto so angefangen hat. Und ich dachte immer, es ist die Bremse hinten, die zu stark war. War aber definitiv nicht die Bremse, die zu stark war, sondern er hat hinten einfach zu viel ausgefedert. Mhm. Ja, so. Ich meine, klar, wir legen halt das für ein Originalauto aus, ne? Also für einen originalen S4 B5. So, und dann war es tatsächlich so, das Fahrwerk eingebaut, beziehungsweise damals die Stahlversion, und war sofort sogar so, dass ich überlegt habe, die Bremsdruckminderer hinten wieder rauszunehmen, weil der einfach gar nicht mehr mit dem Arsch so weit ausgefedert ist. Genau, ja, das ist halt eine Setup-Geschichte, weil das Auto war so schnell. Und ich meine, wenn wir so ein S4 B5 Fahrwerk auslegen, für einen originalen S4 B5 hat das ja meilenweit nichts mit deinem Auto zu tun. Deswegen mussten wir es damals anpassen und da war ja schon der Schritt, wo du sehr zufrieden warst. Plus es war, glaube ich, ursprünglich auch, das Fahrwerk habe ich irgendwann gekauft, da kannten wir uns noch nicht mal. Das war einfach nur ein S4-Fahrwerk. Also das war eigentlich so für Kombi gedacht. Und selbst damals war mein Auto hinten ja schon leichter als der Kombi eigentlich. Ja, deswegen. Ja, da fing das gerade an, genau. Ja. So, ja, so, okay, krass. Ja, du wirst dich gleich erschrecken, wie viel das pro Federbein alleine ist. So, die Hauptunterschiede. Ja. Alu, Stahl. Genau, also erstmal klar, ne, wir sehen hier ein komplettes Frästeil. Das komplette Außengehäuse ist natürlich so verarbeitet, dass wir A, die Wege halt anders bestimmen können. Du wirst sehen, so von den Gewindenabständen ist es halt gleich, aber natürlich die ganzen Innereien der Dämpfungstechnik ist unterschiedlich. Halt angepasst für dein Auto. Dann klar, in dem Fall jetzt erstmal der hauptprimäre Unterschied ist das Gewicht. Ne? Stahlgehäuse, Alugehäuse. Das heißt, dieses ist auf Basis von einem RSSS? Ja, genau, das RSS. Also, das normales Monotyp. Da gibt es halt natürlich mehrere Ausbaustufen. Also man kann das jetzt bauen als Clubsportausführung. Man kann das bauen als richtiges Wettbewerbsfahrwerk, also reines Rennfahrwerk. Bei dir ist es halt tatsächlich eine Philipp Kees Eigenabstimmung, wenn du so möchtest. Also die Abstimmung würden wir jetzt so keinem verkaufen. Kannst du natürlich bei uns bekommen, aber es ist halt speziell für dein Auto, für deine Leistung, für deine Gewichte und Anwendungsbereich. Ich finde es krass, dass ihr schon so lange befreundet seid und du immer noch den Namen falsch aussprichst. Weil du sagst, ja, ich sag Kess, ja, das ist richtig. Es ist Kess, aber das hat sich irgendwann so eingebürgert, dass ich tatsächlich auch immer Kess sage. Macht nichts. Ja. Ich sehe das auch nicht so kritisch, wie andere Leute das kritisch sehen. Also, aber vorhanden. Dazu muss ich auch sagen, ich glaube, in den ganzen Jahren habe ich noch nicht einmal mit dem Nachnamen angesprochen, sondern er ist irgendwie einfach Phil. Überraschung. Ja. So, okay. Diesen Dämpfer können wir allerdings nicht einstellen, ne? Nein, das geht bei dem Auto allgemein nicht. Also wir würden es gerne machen, es geht aber technisch nicht. A, hast du nach unten hin natürlich jetzt keine Verstellmöglichkeit, wie du halt durch den Aufbau hier erkennen kannst, wo willst du jetzt hier ein Verstellrad oder so einbringen, ne? Was natürlich auch, du hast natürlich die ganze Stützkraft auch irgendwo hier, ne? Das heißt, wenn ich das jetzt hier verjünge und hier noch irgendwie ein Verstellrad mit einbaue, wird es halt auch kritisch wegen der Festigkeit. Und nach oben hin geht es auch nicht, weil oben hast du ja quasi diese Pfanne oben drauf sitzen, durch deine Dreieckslenker, dass es technisch bei dem Auto gar nicht geht. Das ist tatsächlich ein Problem. Ich habe mich auch mal lange geärgert, dass wir keine Möglichkeit irgendwie finden, aber es ist technisch schwierig. Jetzt muss man auch dazu sagen, keine Angst, dieses Auto wird niemals eine Rennstrecke sehen. Ja. Also wenn der eine oder andere denkt, wir haben jetzt hier auch irgendeine Rennstreckenabstimmung drauf, kompletter Quatsch. Ist weiterhin eine Abstimmung nur zum Geradeausfahren und möglichst mit viel Traktion zu beschleunigen und möglichst sicher zu bremsen. Genau, richtig. So. Wobei wir aber auch sagen könnten, jetzt, wenn jetzt der eine oder andere sagt, ah ja, nicht härteverstellbar, ist natürlich jetzt irgendwie ein Nachteil. Nein, ist es nicht. Wir können natürlich hier
auch das Setup verändern. Mhm. Also die Möglichkeit besteht. Und wir legen das ja gleich so aus, dass du am besten gar keine Rädchen mehr drehen musst. Ja, ja, ja. Ne? Auf der Hinterachse wäre es wahrscheinlich möglich hier oben drin, ne? Wäre es möglich, würde jetzt aber in dem Fall keinen Mehrwert bringen. Ja, ja. Weil wir haben halt die Abstimmung so ausgelegt. Ich meine, du bist ja auch damals gefahren. Das war ja wirklich on point. Ja. Weil was willst du dann da noch großartig verstellen? Nee, es fuhr wirklich. Es funktioniert und es macht das, was es machen muss und soll. So, dann sehe ich einen riesen Unterschied hier gleich. Zwischen dem neuen und dem alten. Ich greife mal so rüber. Mhm. Feder. Oder eigentlich habe ich die falsche Hand gedrückt? Ja, gesehen. Das ist der vordere Teller, genau. So. Ja, Doppelfedersystem. Zum einen, abstimmungstechnisch sind wir natürlich hier viel variabler. Mhm. Dadurch, dass wir ein so großes Rennfederprogramm haben, können wir natürlich durchgehend Raten verändern, Längen verändern, mhm, wie wir es brauchen. Bei der einteiligen Feder, die ist halt beim Monotube ausgelegt, die ist halt Abstimmung Straße, die funktioniert bei jedem Auto, ne? Also man hat immer so eine gewisse Niveau, so ein Niveau, was man damit abdeckt, was halt auch immer gut funktioniert, und hier geht es dann wirklich um die Feinarbeiten. Hier kannst, mhm, du halt wirklich dann variieren, wenn du sagst, oh, ich bräuchte ein bisschen mehr Rate, ich bräuchte ein bisschen mehr Federweg oder wie auch immer, kann man das hier einfacher gestalten, wie als jedes Mal eine komplett neue Feder zu konstruieren. Mhm. Das ist mit dem Rennfedersystem deutlich einfacher. Mhm. Genau. Auch gerade mit der Vorspannfeder, ne? Genau. Die sorgt ja nur dafür, dass das Fahrwerk in jeder Situation über ausreichend Vorspannung verfügt. Das heißt, Phil knallt mit 300 irgendwie Autobahnen über einen Hügel oder so. Und das Ding hebt ab, sage ich jetzt mal im schlimmsten Fall. Sorgt halt wie immer dafür, dass das Fahrwerk immer vorgespannt ist. Jetzt haben wir folgendes Problem. Wir können natürlich jetzt gerade schwer das Fahrzeug schon bestimmen, was die Achslast angeht. Genau. Also, ich sag mal, klar, es gibt Referenzwerte und es gibt auch Erfahrung, aber wir sagen ganz klar, wir wissen nicht genau, wie viel Gewicht du verloren hast. Wir können jetzt raten. Ich hätte jetzt aus dem Bauch irgendwas zwischen 100 und 200 Kilo getippt. Ob es jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Aber idealerweise, wir hängen das ins Auto und fahren es aus. Mhm. Und ich meine, du bist genauso sensibel wie ich. Man merkt das gleich auf den ersten Metern. Was macht das Auto eigentlich? Macht das Auto das, was ich will? Fühlt sich's gut an? Arbeitet er in dem Regelbereich? Oder müssen wir was verändern? Und dann können wir jederzeit kurzfristig binnen von ein paar Stunden das Setup nochmal verändern und aufs Auto anpassen. Das heißt, tendenziell Federn weicher machen? Entweder gehen wir, also ich würde persönlich schätzen, dass wir auf jeden Fall die Druckstufe anpassen müssen, mhm, dass die Druckstufe ein bisschen humaner werden muss, weil du hast natürlich das Fahrzeuggewicht, was natürlich dagegen arbeitet. So, und die Druckstufe sorgt natürlich dafür, das Gewicht zu kompensieren. So, wenn das Auto jetzt aber zu leicht wird, dann hast du immer diesen Golf 1-Effekt. Mhm. Du baust ein Fahrwerk in so einen 1er leichten Wagen rein und die Druckstufe ist so hart, dann hat die Karosse ja gar nicht Möglichkeit einzufedern, weil die Druckstufe einfach dagegen arbeitet. Ich habe immer gesagt, man sieht das immer schön am Xenon-Scheinwerfer. Jetzt nicht im Golf 1. Ja. Wie heißt Xenon? Xenon? Xenon. Ich muss Xenon. Xenon immer sagen. Am Xenon-Scheinwerfer. Wie die so wackeln. Weißt du, wenn du so die Lichtkante siehst und dann siehst du so ein Auto mit so einem richtig harten Fahrwerk, macht das ja die ganze Zeit so. Genau. Nee, also da muss auf jeden Fall, die Druckstufe wird mit Sicherheit ein Thema hier werden, was wir anpassen müssen. Und da kommt es halt tatsächlich auf die Raten. Und ich denke mal, so von den Federlängen werden wir so in der gleichen Range bleiben. Aber tendenziell würde ich schätzen, dass wir einen Tick weicher werden müssen. Was ich das allererste Mal gemerkt habe, ist, sowohl Xpo als auch Abarth, wo wir mal ein richtiges Rennfahrwerk drin haben, du fährst damit los auf der Straße und denkst, das ist viel zu hart. Ja. So, weil du denkst wirklich, es ist kein Fahrwerk mehr drin. Genau. Und dann fährst du die erste Runde auf der Rennstrecke mit und denkst eigentlich, oh, ist immer noch zu weich, ne? Genau. Ja, das ist halt schon immer dieser Anwendungsbereich, ne? Das ist schon krass. Genau, du kannst halt, man muss das ganz klar sagen, es gibt kein Fahrwerk, was alles kann. Hm. Das geht halt nicht. Man, wie willst du es gestalten? Ein Rennstreckenfahrwerk hat ganz andere Voraussetzungen als ein Straßenfahrwerk. Ein Straßenfahrwerk ist mehr auf Komfort ausgelegt, auf Sicherheit ausgelegt. Und ein Wettbewerbsfahrwerk sorgt halt wirklich dafür, dass das Auto gnadenlos schnell wird. So wie es halt dir passt und gefällt. Jeder hat auch einen anderen Fahrstil. Ja, nee, keine Frage. Ich meine, denken wir mal an Rennautos. Jetzt fährst du in der Langstrecke, 24-Stunden-Rennen. So, dann sitzen da drei Fahrer auf einem Auto. Das gleiche Setup. Jeder Fahrer hat aber ein unterschiedliches Popometer. Mhm. Heißt, dem einen ist es wahrscheinlich gefällt. Der eine sagt, na, könnte noch so. Der eine sagt, ist ein bisschen zu nervös. Wie auch immer. Das heißt, du musst echt so einen Grad finden, dass es funktioniert. Weißt du, ob die dann zum Beispiel untereinander die Fahrwerke verstellen beim Boxenstopp? Ja, das kommt immer auf die Rennserie an. Also ich sage jetzt mal so, Formel 1, klar, da sitzt ein Fahrer drauf, aber die sind halt wirklich extrem ausgeprägt. Also da geht es wirklich
die ändern eine Feder für ein Kilo, mhm, ein halbes, ne, oder ein Gramm. Also da ist wirklich sehr speziell. Aber ich sage jetzt mal, so ein VLN, Langstreckenrennen, die werden jetzt nicht bei jedem Fahrer das Fahrwerk rausschmeißen, mhm, und für jeden Fahrer das eigene Fahrwerk einbauen. Das machen, mhm, sie nicht. Wo wir es halt auch extrem gemerkt haben, war ja hier Abarth Hinterachse mit dem Rennfahrwerk. Genau. So, wo wir unsere kleinen Challenge da gemacht haben, den Spaß unseres Lebens gehabt haben. Das war echt gut. Wie das Auto auf einmal gebremst hat, weil es war bei dem Auto definitiv beim Bremsen immer so, dass der einfach schlecht gebremst hat, sage ich immer. Ja. Ne? So, also schlecht gebremst hat von der Stabilität her. Und ja, das Hinterachse wurde sehr leicht. Ne? Und auf einmal bremst das Ding wie, als wenn eine... Genau, Wilster Berg, erinnere dich, die letzte Kurve zu Start-Ziel, wo du dann in der ersten Kurve, ja, rechts rum voll in die Eisen gegangen bist, da wurde das Heck ja am Ende wirklich, also leicht. Ja, ne? Da kam auch, ja dann, hat man ja auch gesehen sogar. Ja, genau. Krass. Okay, ja, so, also ganz anderes Anwendungsbeispiel. Was ich halt bis heute immer feiere, sind diese Aludämpfer. Jetzt in dem Fall, das müsste so, doch, das könnte Golf-Hinterachse sein oder so. Ne? Ah, das ist eher so Formel, also die Längen jetzt. Ne? Also die Länge, genau, weil das, ja, ist ja, ja das ganz kleine 50er. Ja, ja, genau, System, genau, das ist das kleine System. Ich feiere das aber total. Ich weiß noch, wie wir ursprünglich immer mal so ein bisschen Schiss hatten. Oh, Alu, ob das so alles funktioniert und nicht wegfest, ja, und so weiter. Ja. Aber, oh, liegt nichts. Ne? Liegt halt gar nichts. Ne? Na, ist jetzt auch noch nichts dran, aber ja, ja, selbst das Rohteil, genau, liegt halt schon nichts. Ne? Ich finde das geil, ich feiere das. Ja. Ich finde das cool. So. Nehmen wir unsere Waage mit. Die darf ja nicht zu kurz kommen hier heute. Willst du komplettes Paket? Nee, wir zeigen erstmal hier Dämpfer. Okay. Dämpfer Vorderachse 2,3 zu 1,5. So, das sind schon mal 0,7 Kilo. Nur jeder Dämpfer. Vorne, ja. So, nun haben wir, gucken wir einfach mal komplett zusammen hier. Jetzt muss man eigentlich sogar sagen, wir müssen da den Teller oben wegnehmen. Ja, wobei, nicht ganz. Du haust ja, also bei dem Originalauto kommt ja oben das Domlager drauf. Genau. Und dann kommt ja der Topf. Hier kommt ja auch das Gummi drauf und dann direkt der Topf. Mhm. Das heißt, im Endeffekt hast du nur das Gummi, was bei beiden gleich drauf kommt und hier das Domlager und hier bleibt der Teller, ja. Ja, ja. Also kannst du es direkt miteinander vergleichen. Okay. So. Also 6. Das waren jetzt 6 Kilo. 6. Genau. Zu. Aber da sieht man schon mal 6 pro Rad mal 4, ja, sind 24 Kilo so ein Fahrwerk. Ne? Ja, wobei Hinterachse jetzt, also nicht so, so. Ja, aber trotzdem, es ist immer so, man denkt immer so, sein, ne? Das wiegt alles nichts. So. 4-1. Knapp fast 2 Kilo pro Dämpfer eingespart. Vorne. So, ja, gegenüber, ich sag mal, so ein System wird ja auch schon leichter sein als die Serien. Ja, auf jeden Fall. Also ein Original, heb mal ein Originalfederbein von so einem Auto hoch mit der Feder, dann hebst du dir echt schon einen ab. So, Hinterachse. Möchtest du erstmal ohne Federn oder mit? Ich muss aber gerade, einmal muss ich noch mal kurz überlegen. Ja. Das weiß ich selber schon nicht mehr, wie das eigene Auto zusammengebaut war. Ja, du hast ein Gummi drauf. Ja, aber irgendein Teller kommt, das waren noch mehr, weil hier kommt auch ein Teller drauf. Ja, da kommt das gesamte Domlager quasi drauf. Du hast ja das gesamte Domlager, was drauf kommt, dann kommt das ja in die Pfanne oben. Du hast ja den Lenker so, die Pfanne, und dann sitzt das Federbein ja so da drin. Mhm. Genau. Mhm. Weil dieses Gummi, was du sagst, ja, das hat nicht die Gewinde links, rechts. Das ist bei dem Auto ein einzelnes Teil, was jetzt hier zwischenkommt. Das heißt, es kommt auch ein Teller von unten definitiv mit den beiden Stehbolzen. Ja, aber nicht das komplette Domlager. Also nicht 1:1. Ich sage auf jeden Fall, ein paar Gramm fehlen da noch. Ja. Wir sagen echte 2 Kilo. Ja. Können wir mitleben, ne? So. Einmal ohne. Achso, genau. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Beim Monotube ist es ja so, jetzt ist das hier bei uns vormontiert. Du hast ja oben das Auge, mhm, ne, die Gummimetallverbindung. Jetzt hast du natürlich beim 60er Rennfedersystem das Problem, dass wir die Zusatzfeder vormontieren müssen, weil das Auge hier oben ein Maß hat, dass du den Teller dann hier, mhm, nicht drüber bekommst. Was wiederum bei dem System möglich ist, weil wir ja hier Uniball sind, kann man die Hülsen, mhm, rausnehmen und dann steckst du die Federn wieder ab. Heißt also, hier müssten wir die Zusatzfeder und den Zwischenteller drauflassen und müssten es genau in dem Zustand vergleichen. Also einmal so. 2. Willst du jetzt einmal mit der Feder noch machen? Nee, machen wir gleich, sonst können wir uns wieder alles nicht merken hier. Gut. 3. 1 Kilo, nur Dämpfer. Ja. Und jetzt kommt halt noch die Hauptrennfeder. Die kommt, lass mal eben schauen.
genau. Die kommt da. So, ne? Ja. Zwei. So, hier brauchen wir jetzt zusätzlich diesen einen Teller. Genau, den kannst du... Weil die Feder kleiner wird, ne? Genau. Drei. Hinterachse 1 Kilo. Ja. Heißt 1 Kilo, 2 Kilo, 3 Kilo, 6 Kilo. 6 Kilo gespart am Fahrwerk. Gegenüber einem normalen... Gewinne schon. Straßenmonotyp, genau. Und jetzt nochmal im Vergleich. Wäre interessant, hast du noch ein originales Fahrwerk liegen, komplett? Boah, nee. Nehmen wir den Katakomben. Das ist immer so. Wobei, so wie ich Monsieur Kess kenne, schmeißt er eigentlich nichts weg. Jetzt hat er das richtig gesagt. Gelernt. Eigentlich schmeißt du ja nichts weg. Ich schmeiß auch nichts weg, außer Müll. Okay. So, was will ich im Originalfahrwerk? Ja, okay. Es gab ein einziges Fahrwerk, was man immer nicht weggeschmissen hat. Und es gab für die B5s immer so ein Quattro GmbH-Fahrwerk. Das war ein bisschen anders. Das hatte damals ab Werk, glaube ich, Bildscheindämpfer oder so war nicht. Das kann sein. So, Quattro GmbH, es gab ein Quattro GmbH-Fahrwerk, ja. Die waren ein bisschen wertvoller, aber brauchen wir nichts vormachen, ein Dämpfer, der 20 Jahre alt ist. Ja, das war halt damalige Zeit, Stand der Dinge. Ne? Deswegen, genau. Der ist A, nicht mehr neu, sondern 20 Jahre alt und deswegen Fahrwerke war immer so eine Sache, weg. Okay. Weg. Ja, krass. Okay, also 6 Kilo, da auf jeden Fall schon mal geholt. Jetzt nicht an dem neuen Auto gespart. Immer dran denken, hatten wir in dem alten Auto auch schon drin. Genau. Ich wollte es nur einfach nochmal zeigen. Weil es halt einfach Stand der Technik ist. Wo wir allerdings Gewicht sparen, das waren so unsere YouTube-Anfänge, sage ich jetzt mal, übertrieben gesagt. Mhm. Das ist halt wirklich... Titan. Das hat uns auch wirklich Nerven, Arbeit gekostet und Zeit und Entwicklung, aber das hat sich auf jeden Fall rentiert. So, das war One of One bisher. Genau. Stabis aus Titan. Da haben wir sogar schon genau gedruckt, RS4 2.0. Ja. Genau. Die hatte ich leider in dem alten Auto nie drin. Ja. So weit waren wir noch nicht. Nee. Ja, das war kurz vor Essen Motorshow. Ja. Also Essen Motorshow hing die ja noch so bei uns am Stand. Bin gespannt. So, da haben wir auf jeden Fall Stabi vorne und hinten. Ich weiß es jetzt nicht mehr, wie viel wir eingespart haben, aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen, es waren so ungefähr... Ich habe auch eine Zahl im Kopf. Aber ich hätte jetzt gesagt 4 Kilo hinten und irgendwie so 2,5 Kilo vorne. Ich habe auch irgendwas mit 3 im Kopf. Aber wir haben dazu ja ein Video gemacht. Wir können ja einfach mal in der Infokarte reinpacken. Ja, genau. So, weil hier bei dem war das, man sieht es halt schon, boah, das allein an Titan auch war, ne? Ja. Überleg mal. Ja, vor allem, wir haben auch ja für die ersten Entwicklungen, ich meine, wenn man das Ding jetzt so sieht, denkt man wirklich, oh, aber es ist nicht schwer. Und wir haben wirklich viel hin und her experimentiert und hatten halt auch einen extremen Ausschuss. Ich meine, klar, ne, bei jeder Entwicklung hast du Ausschuss. Nur halt so ein Titanmaterial ist halt auch extrem kostenlos. Ist immer noch leichter, weil wenn man so ein Stabi, diesen fetten halt normalerweise in der Hand hat, ist das schon krass. Ja. Da war das Problem, dass wir gerade auf der Vorderachse halt auch noch diese federnde Funktion einfach von dem Stabi haben wollten. Ne? Ja, genau. Und da eigentlich kann man zurückleiten auf das E-Modul, haben wir ja damals gelernt, genau. ist einfach bei Titan so viel schwächer, genau. Dass wir deswegen so viel Material brauchen. Einfach, ne? Genau, doppelt, 0,5 in etwa ist es der Unterschied und dann musstest du doppelt so stark werden. Eigentlich schon ganz cool, was wir schon so alles gemacht haben. Ne? Ja, aber wir waren schon ein paar Sachen. Wie man sich so durchkämpft von Stück zu Stück und einfach auch was lernt. Ich habe das immer, ich sage immer nach dem Videodreh, wenn ich selber was gelernt habe beim Videodreh, dann weiß ich, dass es für die Zuschauer definitiv auch interessant ist. Genau. So, weil man hat ja schon viel so mitbekommen die letzten Jahre, aber es ist tatsächlich immer wieder, dass man noch was lernt. Ich finde immer erschreckend, ist die Zeit, wie schnell die Zeit vergeht. Wir fangen jedes Mal an und sagen, diesmal schaffen wir es 15 oder 20 Minuten. Nein, ich meine aber auch die Zeit, wann wir das gemacht haben. Ja, klar. Also überleg mal, das war ja vom Gefühl her sind es ein paar Monate. Ja. So, aber die hangen ja schon bei dir, Messe Essen 2019 auf 20. Ich sage, das Video, was wir hierzu gemacht haben, muss ungefähr schon mittlerweile... Anderthalb Jahre? Mindestens her sein. Ja. So in den Dreh. Wahnsinn. Und dann hatten wir ja erst den hinteren gemacht. Ne? Genau, da waren sie blau und dann haben wir sie ja in der Farbe gemacht. Ja, krass. Ja. Ja, nee, die Zeit geht wie im Flug. Ja, und das Auto wird auch schnell fertig. So, was haben wir sonst noch so an Projekten? Du bist ja noch fleißig an deinem STW bauen. Ja. BMW E36, einmal alles, kann man ja eigentlich sagen. Damaliger STW-Stand. Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ich glaub, nein. Auch nicht, als wir mit dem Arbeit hier waren? Nur so grob irgendwie so mal angerissen? Ich glaube nicht so wirklich. Okay, dann hast du jetzt genau 3 Sätze, um es kurz zu erklären. Ja, seid gespannt. Klar, natürlich auch mit unseren Komponenten, also wirklich auch Rennfahrwerk mit damaligem STW-Stand.
Ne, also so Spielereien wie federtragende Dämpfer und all sowas, was auf der Hinterachse eigentlich getrennt ist. Und da wird es noch ein paar Sachen geben. Fangen wir ganz vorne an, weil die Leute wissen ja nicht mal, was für ein Auto. Achso, es ist ein E36 318 IS Class 2 Homologationsedition. BMW hat ja damals mit dem Auto, also dieses Auto in der STW eingesetzt, also quasi DTM-Nachfolger. Und ja, da haben die damals solche schnellen vierzylindrigen Autos gehabt. Und BMW hatte damals eine gewisse Stückzahl an Homologationsautos, die sie bauen mussten. Immer Limousinen, immer der 1,8 Liter IS-Motor. Deutlich leichter als ein Coupé, also du hast ein extremes Leistungsvorteil. Ja, leichter Motor an der Vorderachse und den halt einmal radikal für Track umbauen. Übrigens seine Schuld, weil ich war eigentlich weg davon, weil damals habe ich ja einen Golf 3 auf der Nordschleife ins Kiesbett gelegt, weil der Hauptbremszylinder geplatzt war. Und jetzt hast du mich so angefuchst, dass ich gesagt habe, weißt du was? Mit dem Arbeit. Jetzt fahren wir zusammen und werden mal ein bisschen schneller und ja, jetzt sind wir da gerade fleißig dabei. Witzigerweise, was für ein Motor war da drin? Also da war auch ein 1,8er Sauger? Nee, also das Homologationsstraßenauto ist der sogenannte M42 1,8 Liter Motor drin, 140 PS. Und in der STW sind sie diesen Motor als S42 gefahren mit 2 Liter und knapp über 300 PS. Als Sauger aber. Alles Sauger. Weil ich glaube, dann ist uns tatsächlich, wir haben die STW-Autos gerade bei abgesehen, die B5, sind schweinegeil aus. Hätte ich niemals gedacht, dass die live so krass kommen, wie wenn sie live aussehen. Extrem flach. Extrem flach. Ich glaube, da ist mir ein Fehler passiert, den ich in den Kommentaren noch ehrlich gesagt noch gar nicht gelesen habe, ist, ich glaube, ich habe darüber gesprochen, dass da ein 1,8 Turbo drin war. Aber dann die werden, Audis tatsächlich hatten, dann werden sie auch als Sauger gefahren. Meine ich auch, weil die waren, also ich meine, dass die alle Sauger gefahren sind. Damals waren ja auch noch die Alfa Romeos waren ja noch mit da drin. Diese roten mit den riesen Stoßstangen, die E36. Ja, und dann später auch die B5s. Wobei die zu den späteren Baujahren gekommen sind, weil die E36 wurden eingesetzt von 92, 93 bis 97 in den Dreh. Wir standen auch vor den Autos. Das Erste, was ich zu Daniel gesagt habe, ob die wirklich so tief gefahren sind. Ja. Also ja, so richtig tief. Nicht ja, so, die hatten so auch ein bisschen tief. Ja, ich habe das im Video gesehen. Das war so richtig tief. So, und dann ist mir auch wieder so klar geworden, deswegen war es auch 10 Jahre später so in, so tief rumzufahren. Ne? Genau. Weil das war halt damals ein Zeichen von Schnellsein. Genau. So, es hat sich dann halt nur mit der Zeit so weit entwickelt, dass die Autos halt so tief wurden, dass sie keinen Meter mehr gefahren sind. Richtig. Weil die Leute sie nicht tief und schnell gebaut haben, sondern einfach nur tief gemacht haben. Ne? Ja, vor allem, wenn man sich so ein Auto anguckt, also gerade bei mir 36, ist es ja so, du siehst jetzt die Karosserie, also gerade diese alten STW-Bilder, die Autos liegen gnadenlos auf der Erde. Mhm. Also wenn so durch die Kurven kommt, du siehst oben schon kein Gummi mehr, ein Stück der Felge ist schon vom Radkasten abgedeckt. Das war aber so, die Autos hatten ganz andere Radhäuser. Die waren also viel weiter ausgespart und sind 18 Zoll gefahren, statt 17 Zoll, wie die meisten Track-Autos jetzt. Auf dem E36. Auf dem E36, genau. Oder auch auf dem B5, krass. Genau, also komplett andere Karosserie, wenn du so willst. Und ja, daher kam das wahrscheinlich so, dieser Hype, Auto ist schnell, also tief. Ja, und diese Verbindung. Das war schon eine geile Zeit. Glaube ich definitiv, weil sie waren ja wirklich richtig tief. Ja. So, ne? Auf jeden Fall. So, und ich weiß noch, werde ich niemals vergessen, erzähle ich auch immer wieder jedem, vor 10 Jahren, du hast dir ein Auto gekauft und das Ding musste halt einfach so tief sein. Genau. Also erster Schritt, den man gemacht hat, so tief, dass Felgenkante Kotflügelkante ist. Ne? Ja, genau. So, heute ist man auch 30, 40 Millimeter höher glücklich, ne? Ja. Und sagt sich so, Performance wofür? Halt, klar, genau. Also du guckst halt, dass dein Auto gut aussieht, aber halt auch extrem schnell ist und sicher. Genau. Aber die haben es halt für die Performance so tief gemacht. Ja, ich sag mal, erinnere dich an unsere Wörthersee-Zeiten vor 10 Jahren zurück. Da sind wir alle wirklich knallhart. Wobei, vor 10 Jahren, muss ich zur Verteidigung sagen, da war ich vielleicht das allererste Mal im Wörthersee. Ja, wobei 2011 war ja mein... 2011, ja. Das war ja der VR6, der schwarze, der lag ja gnadenlos. Ja. Das war so... Krass. 10 Jahre her. Ja, ja, ja. Ja. Und damals war es ja wirklich so, du bist mit dem Gewindefahrwerk so tief gekommen und da haben wir wirklich alle gedacht so... Da muss ja irgendwie ein Luftfahrwerk oder so drin sein, aber nee. Ja. Genau. Ja, und da denke ich, werden wir noch einige gemeinsame Runden mit absolvieren. So, okay, also BMW E36, reines Track-Tool, bleibt der Vierzylinder? Ja. Aber dann halt Umbau auf 2 Liter. Und sonst so Arbeitrohrum, einmal alles? Ja. Fahrwerk, Stabis. Also man hat ja schon ein bisschen was bei Sedo auf Instagram gesehen. Hinterachse, Vorderachse, Innenraum ist ja schon alles blank. Alles umgebaut, genau. Okay, also ihr könnt euch darauf freuen, wenn alles gut läuft, gibt es ein paar Rennen auf dem Bitterberg. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wenn du nicht noch irgendwas hast, sind wir mit Thema Fahrwerk soweit. Ich freue mich, wenn die Limo fertig ist, wir das hier einbauen und dann mal endlich ein paar Runden wieder fahren. Mhm. Das Auto war schon viel zu lange weg.
Ja, also ich sag mal 3-4, je nachdem, wie sich das jetzt alles so verhält. Was planst du denn? Dieses Jahr Events noch fahren? Ja, habe ich schon angekündigt vorher. Am liebsten, mein Traum wäre gewesen, dass Techno Klassiker jetzt stattfindet, im März. Ja. Dann hätte ich nämlich das Auto, blanker Innenraum, blanker Motorraum, nur die geilen Achsen, das geile Fahrwerk dran, Bremse dran, hingestellt, dass die Leute all die ganzen Details sehen können, in alle Richtungen. Ja, das wäre schön. Das war so eigentlich der Plan. Und dann danach zum Wörthersee, der jetzt auch abgesagt ist, zusammenzubauen. Ja. Das war so eigentlich mein Ziel. Mach mir jetzt allerdings auch keinen Stress, wenn es eh nicht stattfindet. Ja. Vielleicht zur Messe, vielleicht findet sie statt. Ja. Was sind deine Stellen? Wir werden sehen. So, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und wir werden mit Sicherheit nicht das letzte Mal hier sein. Ciao. Ciao.